Ja, wir sind immer noch dran und versuchen irgendwie drauf zu kommen. Die Frage ist, schaffen wir es heute noch oder schaffen wir es heute nicht? Ich weiß nur eins. Ich fasse mir ins Gesicht und denke mir, warum fasse ich mir ins Gesicht? Das hat jetzt keinen wirklichen Sinn gemacht, aber ist auch nicht weiter schlimm. Ich weiß immer noch nicht, wie verdruppelt und verdrammelt ich jetzt mal da drüben hinkomme. Ich kann doch jetzt nicht 10 Stunden lang probieren, da einfach diese blöde Bombe anzusprechen, aber muss ich wahrscheinlich. Weil mit der Bombe kommen wir nämlich da oben in das andere Ding, was einmal komplett bis nach unten durchgeht. Und von das Ding wird wahrscheinlich den Pegelstand ein letztes Mal steigen lassen. Das heißt, dieser Sprung hier ist jetzt wahrscheinlich gerade essentiell wichtig. Ohne den geht es wahrscheinlich nicht weiter. Nur, dass ich den nicht schaffe. Ja, okay, also die letzten zwei, die müssen auf jeden Fall mit Vorwärtsbewegungen sein, habe ich das Gefühl. Ich bin einfach zu blöd für den Scheiß, ey. Alter, kauf dir nochmal Sprungstöcke oder so ein Kack, ey. Boah, manchmal glaube ich glaube nicht, ey. Alter, ihr Falter, das macht mir echt nicht mehr viel... Macht mich nicht viel Spaß, junge Mann. Junge! Oh, Kacke. Da ist fast ein Patent drauf. Nein! Jetzt habe ich das mal und ich bin schon blöd. Ich bringe ihn in die Kante. Crew ist schuld. Übrigens. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Mhm. Und der Sebi auch. Boah, manchmal. Aber nur manchmal. Hab ich den Mario zum Fressen gern. Spring auf diese blöde Kack-Plattform, Alter. Danke. So. 1, 2... Wie soll denn das gehen? Oh, warte mal. Seitsprung könnte noch gehen. Der war ja auch immer relativ hoch und weit. Wie ging der nochmal? Nee, Rückwärtssalto reicht niemals. Nee, nee. Das muss der normale, stinknormale Dreisprung sein. Aber ich glaube halt einfach, dass der so total schwer gemacht ist, ey. Ich weiß noch nicht, warum. Ich kann das jetzt hier stundenlang machen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt noch eine Minute länger mache, dann schalten die meisten sowieso ab. Oder spulen einfach mal, keine Ahnung. Gar nicht mehr vor, denn wir haben es jetzt gerade geschafft. Sprich die Bombe an und, ja, mach die mal bitte zum Abschluss bereit. Und ich trete dich gleich von dieser Plattform runter, ey. Wenn du wirklich so nett und freundlich bist, dann komm mir doch mal entgegen und spring auf diese Plattform. Von oben ist er doch viel leichter. Ja, rein mit dir in die Kanone. Guck mal, wie leicht das ist, drauf zu kommen. Batsch, und schon sitzt er auf dem Ding. Hochkommen ist viel schwieriger, schaffst du gar nicht mit deinen kleinen Knubbelbeinchen. Oh, ist eine Zumutung hier. Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall weiter und können hier in die Kanone. Und da können wir dann im Prinzip mal hier rüberfliegen. Die Frage ist, können wir den Typen da anfliegen? Oder, nee, wir müssen auf jeden Fall... Ich glaube, das klappt sogar, oder? Das ist auf jeden Fall eine total gute Stelle, um Leben zu farmen, sag ich mal so. Also zwei Stück mal eben so auf die Schnelle gekriegt. Gerade jetzt, wo die Kanone ja frei ist, da muss ich jetzt ja nie wieder hoch. Dann ist er jetzt permanent freigeschaltet. Ich glaube, das ist ziemlich geil. Aber ist okay, jetzt gleich baller ich mich wahrscheinlich. Oh, 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 oh. 13 Leben, das kann nicht gut gehen. Vor allen Dingen jetzt, wo ich mit der Kanone irgendwo hinschießen muss, wo ich nichts sehen kann. Wahrscheinlich schieße ich mich gleich aus der Map raus oder so. Wobei, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, da ist eine unsichtbare Barriere oder so ein Quatsch. So, meine lieben Freunde der Freundlichkeit, bitte bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position, stellen Sie bitte das Essen und Trinken ein, Mobiltelefone schalten Sie bitte auch ab und wir begrüßen Sie an Bord von MS Bumsways. Und das war schon mal genau mit dem Schädel vor das Ding, das war leider ein kleiner Fehlstart, wir versuchen es einfach gleich noch einmal.
Ich weiß ja nicht, wie hoch ich das sehen muss, damit ich da rüberfliege. Und wenn ich mir jetzt gerade mal so in den Spiegel gucke, stelle ich fest, dass ich gerade so Merkel-Mundwinkel habe. Deswegen klingt die auch immer so scheiße. Ja, also das Internet, das ist ja auch für uns alle Neuland. Ich weiß, wie kann man so dermaßen beschissen sprechen? Hör mal, so ist die auch so? Ich meine, ja, da draußen fahren schon wieder Autos rum, die haben Hupen. Hupen sind auch ganz neu, die gab es noch nicht allzu lange auf dem Markt. Ja, ich glaube, das war ganz gut hier. So. Und tauchen, Mario. Tauchen. Tauche, wie du noch nie in deinem Leben getaucht bist. Mario, nach unten. Tauchen muss man unten. Ja, dann hier lang. Oh, oh, oh. Oh, da ist aber ein langer Gang. Bin mir gerade ziemlich sicher, dass das vielleicht schief geht. Hm? Na, Gang. Bitte, tu mir einen Gefallen und höre nicht auf. Das ist kein Gitter im Weg, oder? Doch, aber unten kann man durch. Und oben kann man auch durch. Also ich sag mal so, also das wäre jetzt ja schon hart fies gewesen. Wenn jetzt hier ein Gitter zugewiesen wäre. Boah, wäre das mies gewesen. So, was mache ich jetzt hier mit dieser Mütze? Weiß ich auch nicht, wa? Weiß wahrscheinlich keiner so genau. Ich könnte ja zum Beispiel mal hier die Tür bedienen. Hm. War jetzt nicht so geil, wie ich mir das so vorgestellt habe. Was ist das da? Klar, ein stinknormaler Baum unter Wasser. Ja, warum auch nicht, ne? Läuft bei ihm. Aber ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich die Münzquest schaffen. Und zwar sogar mit Leichtigkeit, habe ich so im Gefühl. Weil wir haben ja immerhin schon jetzt, ne, fehlen ja nur noch 10 Stück jetzt gleich. Mit den dreien fehlen nur noch 8. Ja. Ja, du auch noch. Da drüben noch eine kleine Stern. Die können wir uns gleich auch noch holen. Da oben noch ein paar Münzen. Die schwimmen wir auch mal hin. Ganz fein. Ganz formidabel schwimmen wir rüber. So. Tatsächlich geben diese komischen Viecher da ja auch noch jede Menge. Ja. Dann holen wir uns erstmal die roten Münzen, an die wir sonst wahrscheinlich nicht mehr drankommen, sobald ich den Pegel einmal runter mache. Erste Münze. Da sind bestimmt noch welche hier in diesen Dingern drin. Ja klar, da sind jede Menge drin sogar. Da drüben ist noch eine. Ach, die ist auch in der... Ah, okay, die sind also wahrscheinlich alle in den Blöcken drin. Ja, gut. Dann gehen wir mal hier in die Stange, krabbeln wir mal aus dem Wasser und lassen wir mal das Wasser runter. Hm? Hätte ich jetzt so gesagt. Ja, 100 Sterne haben wir. Hervorragend. Irgendwie springst du in die falsche Richtung, mein Freund. Aber ist auch nicht weiter schlimm, denn du gehst jetzt mal ganz kurz eben den Wasserstandpegel hier absenken. Ich glaube, ich muss mir die Mütze holen, damit das überhaupt funktioniert. Hervorragend, wie das schon wieder funktioniert hat. Ach, manchmal liebe ich mich einfach, ey, weil ich so unglaublich hübsch und schön bin. Also wieder nach oben schwimmen und vielleicht einmal versuchen, diese Tiere dazu aktivieren. Vielleicht klappt nicht, man weiß nicht. Wir werden sehen. Sopp. Ich bin so unglaublich dumm. Ich bin... Boah! Ich krieg hier noch Zustände bei diesem Spiel. Lass es doch einfach sein, bitte.
Ach, guck mal, da ist ein Knopf. Den brauchen wir wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt noch wieder machen muss. Ich brauche doch... Ich muss dieses Ding da aktivieren. Und ich komme da wasserseitig, so wie es aussieht, nicht bei, oder? Nee, wasserseitig kommen wir da nicht dran. Ja, klar. Du findest das jetzt gerade richtig, oder was? Du kleiner Scheißer. Ich hole mir jetzt erstmal den Stern hier. Jetzt, was sagst du jetzt hier, hä? Spiel schon Schleicher, natürlich. Oh, Festplatte ist wieder ausgegangen. Muss denn kurz warten, bis Festplatte fertig. Dann machen weiter. Was erlauben Strunz? Nee, das ist echt... Nee, nee, wir müssen... die Kappe hier haben. So, wie lasse ich denn jetzt... Wie verdammte Axt lasse ich denn bitte den Wasserstand runter? Ich habe da so eine Druckplatte gesehen. Die ist vielleicht wichtig dafür noch. Das probiere ich jetzt auch nochmal aus. Also da oben das Ding kriege ich irgendwie... Das ist vielleicht wieder zum Befüllen. Das kann natürlich auch sein. Wenn man wieder raus will, weil ansonsten kommt man nämlich, glaube ich, nicht mehr raus. Da unten ist er! Okay, den muss ich irgendwie erreichen. Wie der läuft, ey, mit dem Ding. Jo, eiskalt hat das funktioniert. Ich weiß noch nicht, was jetzt passiert ist, aber die Tür können wir auf jeden Fall schon mal aufmachen. Ah, können wir nicht. Hier macht's voll voll. Hier macht's keinen voll voll. Ich weiß nicht, wo das jetzt ist. Da vielleicht? Nein. Vielleicht hier in den Blumen. Oder hier drin. Oder da drin. Ach, ein Up. Ups, ist das schön. Sagte er und sprang in den Baum. Oh, dann kümmern wir uns mal hier weiter um die ehrenvolle Aufgabe des Sternensammelns. Ja, hallo. Dong. Munze Nummer 2. Oh, die Kamera ist gerade schon ein bisschen doof hier. Ah, nicht runterfallen hier mal. Muss ein bisschen vorsichtig sein, du. Ist gefährlich, du. Quasi Drahtseilakt. Ah, und jetzt einmal bumsen. Bombs. Ich laufe mal eben hier. Kante. Oi. Nicht runterfallen. Hat der Papa doch gesagt, mag er nicht so gerne, Jacqueline. So. Vorsichtig. Oh, ja. Nein. So, da ist auf jeden Fall der Stern, den wir dann abholen können, weil wir 8 roten Münzen gesammelt haben. Mit dem Kamel habe ich die gesammelt. Das wird echt immer schlechter hier und schlimmer. Ich sollte, glaube ich, gleich echt mal eine Aufnahmepause machen. Aber ist ja nicht so schlimm. Das ist ja normal. Wir kennen es ja gar nicht anders von dem. Der spinnt ja immer so rum. Putsch! In 15 Minuten fängt das Deutschlandspiel an und ich habe... Ich mache keine Anstrengung oder habe in keinster Weise Interesse daran, das in irgendeiner Weise auch anzuschalten. Oder zu wissen, was da abgeht. Also, Ruhe bitte. Wenn ich gleich ins DS reingehe, wird mir sowieso wahrscheinlich ständig was um die Ohren gehauen. Dann gehe ich irgendwo auf den Server, wo ich was dagegen tun kann. Dann mache ich aber Talkpower rein. Und dann heißt es einfach, wer über Fußball redet, der wird geschmissen. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Da kommen wir also nicht hoch. Das heißt, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Zum Beispiel hier über dieses Ding. Die Abkürzung geht über Bremen. Hoppala, daneben. Jo, nochmal 3 München für unseren Highscore. 118 Pünktchen haben wir jetzt schon zusammengesammelt. Das ist schön, da freut sich auch der Fredelin drüber. Wie viele rote Münzen noch unten sind jetzt eigentlich schon gesammelt? Ich glaube, es waren 5.
dran zu 5 an der Zahl und ich gucke gerade auf die Uhr und die sagt mir, so, du lieber Kerl, geh doch mal lieber eben weg und sag mal den lieben Leuten, sie sollen das Däumchen nach oben drücken. Wenn es gefallen hat, solltet ihr das Video teilen oder falls ihr mich noch nicht so lange kennt und noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne kostenlos den roten Knopf drücken und ihr werdet kein Video mehr verpassen. Dankeschön und tschüss.